In den Sommermonaten von Mai bis Juli konnte man Sibylle Zichon dabei zusehen, wie sie im Parkhaus der Kunsthalle Düsseldorf an 4 Terminen ein Wandbild geschaffen hat. An 4 Terminen heißt, es gab immer wieder einen neuen Arbeitsschritt, worauf der Projekttitel sich auch bezieht, Schichtenwechsel. Denn wie zur Arbeit gehen, zu einer weiteren Schicht, ist auch Sibylle regelmäßig wieder an den Ort zurückgekehrt und ihrer Arbeit als Künstlerin nachgegangen. Das Projekt Schichtenwechsel von Sibylle Zichon ist bereits das 19. Projekt im Rahmen der Reihe Möbrüt. Möbrüt bedeutet Betonwand und bezieht sich damit auf den Ausstellungsort, ein halb öffentlicher Raum. Halb öffentlich, weil er natürlich eine Beschränkung hat. Man begeht diesen Ort in der Regel nur mit einem Auto. Eine Architektur, die man nicht zwangsläufig durchschreiten muss. Und dennoch gibt es einen Publikumsverkehr durch die Menschen, die dort vorbeiziehen. Das Projekt beschäftigte sich zum einen mit den Schichten, die in der Malerei entstehen, zum anderen aber auch der Tätigkeit als Künstlerin. Man konnte dabei zusehen, wie sie arbeitet und wie ein Bild vor Ort entsteht, welche Entscheidungen gesetzt sind und welche Entscheidungen getroffen werden. Diesen Einblick zu erhalten bedeutet vor allem in der Malerei auch etwas Besonderes, denn der Atelierraum wird in diesem Moment verlassen. Und man kann dabei zusehen, das heißt, jemand gibt von seiner Arbeitsweise etwas preis. Als ich Sibylle Zichon danach gefragt habe, ob sie sich das vorstellen könnte, vor Ort zu malen, war es auf eine Art und Weise auch eine übergriffige Frage. Denn das Atelier, der Ort, an dem Malerei eigentlich entsteht, ist ein Schutzraum, ein Ort der Geborgenheit. Die Künstlerin ist eine abstrakte Malerin, die verschiedene Techniken anwendet, um ein Bild umzusetzen. Teile des Bildes, die an einem Termin entstanden sind, sind am nächsten Termin wieder verschwunden. Sie arbeitet mit Farben, die einander sehr starke Kontraste bilden. Und sie arbeitet außerdem nicht nur mit Pinsel, sondern auch viel mit anderen Techniken, wie dem Monotypieverfahren oder Schwämmen, die sie über die Wände gleiten lässt. Durch verschiedene Applikationen, die sie verwendet, um an der Wand zu arbeiten, entstehen Strukturen und Muster, die nicht auf eine flache Malerei zurückzuführen sind. Wir können die Künstlerin beobachten, wie sie Bereiche abklebt, wie sie fast choreografisch an der Wand arbeitet. Der Prozess des Malens steht im Vordergrund, nicht das Bild, was am Ende steht. Damit entzieht die Künstlerin das Werk der finalen Geste und auch dem Prinzip des Kunstmarktes. Denn bis heute ist Malerei das Medium, das mit die höchsten Rekordpreise auf dem Kunstmarkt erzielt.